Das wird sicher eine unglaubliche Erfahrung sein und wir können uns noch nicht ganz abschreiben. Wir werden da sehr viel kämpfen, wir werden alles geben, damit wir das bestmögliche Resultat herausholen können. Und für das machen wir jetzt auch die ganze Vorbereitung, dass wir halt dann dort können zeigen können, dass die Schweiz auch etwas kann. Montreux war noch so als Turnier allein gestanden, aber jetzt wissen wir langsam, für was wir arbeiten. Wir haben alle unsere individuellen Pläne. Wir kommen hier hin, trainieren wieder als Team. Und ja, es kommt immer näher. Wir sind alle so ehrgeizig und wollen hart an sich arbeiten, um dann an der EM das Beste zu zeigen. Dass wir es geschafft haben, war schon ein Riesenerfolg. Und jetzt ist natürlich das nicht genug. Das ist natürlich ein Erlebnis, das noch keine Spielerinnen dürfen miterleben bis jetzt. Das ist natürlich ein Riesenwurf über die Spielerinnen, aber auch bei uns als Staff. Also wir sind natürlich extrem heiß auf dieses Event und wollen natürlich auch das ganze Land, das ganze Volleyballland mitnehmen, weil das einfach ein außergewöhnliches Event ist. Also wenn man quasi etwas Einmaliges oder bisher Einmaliges hat, dann ist natürlich das auch von der Freude her natürlich enorm groß.